So, bauen wir noch den Turm ab und dann reicht es erstmal. Ich glaube schon, weil wir brauchen ja nur 2000 Taler. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn nicht, dann verkaufen wir unser letztes Hab und Gut. Nuance 2. Und dann, ja, passt das Ganze schon. Wir bauen ab, 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 wir bauen ab, 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 wir bauen ab. Ich könnte ja theoretisch eigentlich jetzt einen Turm wegstreichen schon mal, warte mal. Ah, hier muss ich mal ganz kurz kramen. Hier. Verdammt, ich verliere Obsidian. So. Stift. So ein Filzstift in dem Fall. So, zack. Kreuz dann einfach mal weg. Einfach, weil wir gerade nichts zu tun haben. Mit Spitzhacke den Beacon Obsidian Nether abbauen. Kann ich auch mal durchstreichen, weil wir es gerade machen. So, nice. So eine Agenda ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe richtig Schiss, dass meine Festplatte voll ist, weil ich ja noch die alte Minecraft-Bitcoin-Aufnahme drauf habe. Weil ich noch 10 Minuten Material habe. Hätte Fahrradkette. Deswegen werde ich nach dem Abbau des Turmes einmal ganz kurz nachgucken. Es tut mir leid für die dann entstehende kurze Unterbrechung, aber besser als wenn es hier volle Probleme gibt, ne? Wie ich euch kenne, verzeiht ihr mir das dankend. Ihr sagt euch dann, oh, eine kleine Überblendung. Das heißt, ich habe ungefähr 0,5 Sekunden nicht mehr diesen Typ im Ohr. Ich habe eine schöne Blende. Ich muss mich blenden lassen von seinem Aussehen. Denn, wie ihr wisst, hat er eins. Oh, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was los ist. So, komm, bau schneller ab. Bau, los, bau schneller ab, Junge. Schneller, 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 schneller. Los, 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 los. Schneller, 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 schneller. Los, los, los. Schneller, 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 schneller. Los, los. Ist ja immer noch einer. Ist ja immer noch einer. Das gibt's ja gar nicht. Oh mein Gott. Los, okay. Gut, reicht das nicht schon? Mal auf, ich gehe das mal verkaufen. Auch vorher mache ich dann ganz kurz einen Cut. Und wir sehen uns dann in 5 Sekunden wieder. Okay, bis oder in einer halben Sekunde. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade leider fatal feststellen müssen, dass ich leider nicht mehr so lange aufnehmen kann. Das ist so ärgerlich. Nur 33 GB. Das heißt, höchstens 10 Minuten sind noch dran. Das finde ich gerade ein bisschen schade, weil ich echt Bock habe, hier einiges zu reißen. Und der Platz hindert mich daran. Das finde ich blöd. Das finde ich echt blöd. Ja, egal. Komm. Wir lassen uns davon nicht abhalten. Denn ich hatte echt noch vor, in den End zu gehen und eine kleine Enderfarm zu bauen. Ja, das könnte ich jetzt einfach mal raushauen. Enderfarm. Ich wollte eine Ender-XP-Farm bauen. Auf die Idee kam ich durch Donner und Konsorten, also aus meiner Stadt. Die haben mich darauf gebracht, weil es irgendwie doch recht lange dauert, bis Proxer den End aktualisiert. Und dann kann ich ihn ja vielleicht, das war falsch, dann kann ich ihm ja vielleicht Bescheid sagen, hör mal Proxer, kannst du das bitte nicht für mich mitkopieren? Und wenn nicht, wäre auch nicht so schlimm, weil, ja. Warte mal, geh kurz zum Spawn. Weil wir ja, ja, also weil diese Farm zu bauen gar nicht mal so aufwendig ist. So, ja. Slash Money, Money, Money. Und Slash, nein, das kann ich hierüber machen. Manche kommen von der FB, Freebuild-Welt in die Survival-Welt. Ich weiß nicht, wie das geht. Könnte da mal Informationen da lassen. So, und jetzt Hardcore klicken und so, ne? Da müssen wir mal wirklich mal ein Makro vereinbauen. Damit man mich hier nicht so klickern hört. Das klingt ja schon irgendwie ein bisschen kacke. Und wie ihr seht, 7,7 pro Stück ist jetzt nicht die Welt. Aber auch nicht allzu wenig. Okay. Gehen wir mal zum Porn. Zum Spawn.
7800. Fuck. Das reicht noch nicht. Gut, dann gehen wir da mal schnell in the end. Ich hab's mir schon fast gedacht. Schade eigentlich. Wir brauchen 8600. Das heißt, wir brauchen nur so 800 Stück. TR Outpost 2. So 800 Stück. Das heißt so, sagen wir mal 120 Obsidian. Weil der Preis sinkt dann ja auch. 120 Obsidian. Also ganz easy, 2 Stacks. Das sollten wir noch hinkriegen. Sollte ja noch im Bereich unseres Möglichen liegen. Ich überlege gerade, wie ich noch weiter aufnehmen könnte. Das geht nicht. Grr, das ist ärgerlich. Ich glaube, ich habe ihn angeguckt. Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber er verfolgt mich nicht. Das ist dann ein recht gutes Zeichen. So, pass auf. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn ihr mich in diesem Zustand nicht weiter tragen müsst. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin irgendwie ein bisschen motivierter als sonst. Und genau dann passiert sowas. Das dachte ich mir nämlich vor der Aufnahme auch so. Kacke. Ich hätte echt... Muss langsam gucken, wirklich, wie, ob ich das vielleicht irgendwie mit OBS hinkriege, dass die Quali da nice ist. Damit ich nicht weiter mit Fraps aufnehmen muss, dann habe ich so ein Problem gar nicht. Also, überhaupt nicht, nicht mal annähernd. Nein, da habe ich noch viel mehr Funktionen. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Mit OBS, da kann man so einiges machen. Oh ja. Das könnt ihr mir glauben. Nein. Also die Frage, ob wir das Obsidian abbauen überhaupt noch schaffen. Vor Aufnahmeende, das weiß ich gar nicht. Und Jar Jar Bing 2001 ist auch gegangen. Und wir sind noch zu dritt. Ich, der nette Panzier oder Panschill, ich weiß nicht, 96. Und natürlich noch Gomme HD, natürlich der echte. Nicht Gommi HD, nein, Gomme HD ist das. Ich glaube, der hat so 1 Million Abonnenten plus. Ach, der Jar Jar Bing wieder. Die beiden, habe ich gehört, sind so seit 4 Jahren auf dem Server. Seit 3 bis 4 Jahren. Ich denke mal mit einer kurzen Kunstpause dazwischen. Aber finde ich schon recht cool eigentlich. Den Server gibt es ja schon länger. Natürlich noch nicht so lange mit Bitcoin-Funktionen. Ach, ich weiß nur, als ich einfach nach einem Server gesucht habe, auf dem man Bitcoins verdienen kann, weil ich ja schon 3 Stück kannte, aber von denen irgendwie mehr oder weniger enttäuscht wurde und das hier der einzige ist, der erstens deutsch ist und zweitens vielversprechend. In der Hinsicht jetzt, also nicht nur in der Hinsicht, aber auch in der Hinsicht. Und das war eigentlich erst der Grundgedanke. Und insgesamt habe ich bisher damit 0,000000000 Bitcoins verdient. Also nichts. Nada. Bisher noch gar nichts. Was auch gar nicht so schlimm ist. Denn das kommt bald. Ich habe heute mal ausgerechnet, eine Wii U kostet 280 Euro. Wenn du dir die jetzt mit dem, aktuell natürlich, mit dem Mario Kart Pack zusammen vorinstalliert, 280 Euro ungefähr. Habe ich jetzt mal ausgerechnet, was das Ganze denn in Taler wert ist. Ist nicht ganz so viel, sind nur 7,8 Millionen Taler. Oder 7,3, ich weiß nicht. Es ist nicht ganz so viel, aber ist cool. Also, ne? Aber ich finde schon, das ist ganz praktisch, weil ich glaube aktuell, der Bitcoin steigt ja auch gerade richtig. Ich weiß noch, als ich hier angefangen habe, war der auf 240 Euro, da ist der richtig gefallen. Also 240 Euro, bam, richtig runter. Aber mittlerweile, ich glaube auf 340, richtig geil. Und dementsprechend lohnt sich das Ganze ein bisschen mehr. Und die Taler-Euro-Kurse sind natürlich ja auch anders. Ich glaube 24 Taler sind hier 1 Euro, was gar nicht mal so kacke ist. Weil mit Redstonia, unsere zukünftige Geldmaschine, wird das alles schon was richtig Nices auf jeden Fall. Mit dem komischen automatischen Auszahlungssystem, das uns ein paar Bitcoins liefert.
Bitcoins, 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 Coins, 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 Bitcoins. Ich singe jetzt ein bisschen für die Bitcoins. Ich hoffe, das ist noch auf der Aufnahme drauf. Jetzt habt ihr nämlich einen Black Screen ohne Hintergrundmusik. Und dann klinge ich wie ein Spast. Als ob ich das nicht schon so tun würde. Aber ich bin der Größte von allen. Meine Freunde, ich hab nichts gesagt und auch nicht gesungen. Wir bauen ein bisschen Obsidian für den eigenen Zweck ab, denn wir brauchen ein paar Villagers. Villager! Schön. Das war doch mal äußerst toll. Bling, 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 bling. Allemande. Ist auch echt ein schöner Song. Allemande kann man sich ja mittlerweile GEMA frei gönnen. Beziehungsweise waren die GEMA technisch unterwegs. Und ja. Hat Gronkh auch in seiner Playlist. Von daher kenne ich das Lied auch. Und hab's zufällig in der YouTube Audio Library gefunden. Da nehme ich ja einige meiner Songs her, die natürlich gut sind. Oder eben von incompetech.com, von dem guten Kevin MacLeod, der so ziemlich beste GEMA-freie Musikproducer. Sollte es auf jeden Fall mehr von geben, mit dementsprechenden Skills und Vielfalt auch, fände ich auf jeden Fall schon nice. Nice. Komm schön, wir brauchen einen Stack. Einen whole Stack. Natürlich haben wir jetzt nicht viel Bildveränderung. Deswegen gucke ich auch nur nach oben, das ist das Ziel. So wenig Bildveränderung wie möglich. Dann würde das Ganze auch schon funktionieren, ne? Das ist der Plan. Das ist der Plan, Junge. Ja, aber, okay. Ah, ich sehe, gerade ist die Festplatte vollgegangen. Schön. Jetzt habt ihr Schwarzbild, das tut mir sehr, sehr leid. Ich baue eben noch das Obsidian ab und ja, hat die Folge halt ein bisschen Überlänge. Alles, was ich jetzt laber, klatsche ich einfach an die letzte Folge. Das wird einfach so sein. Aber ich werde es dann auf jeden Fall auch so schneiden, dass ich dann die alte Aufnahme nicht auf der Festplatte habe. Das fände ich doof. Das finde ich irgendwie blöd. So, wir haben jetzt 36 Obsidian vom zweiten Stack. Kann ich mich hier runterbauen eigentlich schon? Ja, das passt schon. Nur schade, dass ihr das Musikstück nicht mehr hören könnt. Allemande, sehr schön auf jeden Fall. Gefällt mir. Und ja, ihr müsst ihr euch mit dem I Love Black Screens ganz kurz zufrieden geben. Da sollte ich mal echt Merch drüber machen. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir unseren I Love Black Screens haben. Aber naja. Gut. Sagen wir da mal nicht weiter zu. Und bauen das letzte Obsidian ab. Ja, aber jetzt wo ich auf 1080p, wie gesagt, jetzt wo ich auf 1080p bin, könnte es mit OBS klappen. Ich bin ja auch immer sehr minimalistisch. Ich achte immer genau auf die Qualität, die ich eben in der Datei habe. Und auf YouTube wird es dann ja eh zu Pixelmatsche verarbeitet. Kann man ja quasi sagen. Deswegen könnte ich mich ja so ein bisschen damit anfreunden vielleicht, dass ich auch als Datei ein bisschen Pixelmatsche ein bisschen habe. Natürlich nur ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, wie es dann in YouTube eh wäre. Deswegen muss ich es dann einfach austesten, wie es dann ist, wenn ich es mit YouTube mache. Also wie es dann auf YouTube aussieht, ob es dann jetzt so ein großer Unterschied ist zu einer geschnittenen Fraps-Aufnahme. Ja, genau das zum Sonntag. Vom Wort zum Sonntag. Wir haben 61 von 64, meine Freunde. 62. 63 und hier kommt der letzte. So, dann werde ich das Ganze ganz kurz noch verkaufen.
und euch dabei natürlich auf dem Laufenden halten. Sonst würde ich es wahrscheinlich eh ohne Aufnahme machen und das wäre auch blöd, oder? Ja, wäre schon blöd. Vielleicht natürlich auch ein bisschen besser für euch, dann habt ihr nämlich eure Ruhe. Das ist natürlich auch ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. So, komm, zack, 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 wie viel ist ein Netherstern wert? 4.166 Taler. Ist schon nice. Beim Netherstern ist es nur das Problem, dass die Preise so schnell sinken durchs Verkaufen, deswegen müsste ich da sehr eng mit den Admins, mit dem Admin zusammenarbeiten. Also mit Poxa oder Manu, dann könnte das was werden. Aber bis wir unsere Skelettschädelfarm fertig haben, das könnte noch ein bisschen dauern. So, ab zum Spawn. Slash Money. Und wir haben 8.700. Dann werde ich eben noch schnell einkaufen gehen. Ah, wie ärgerlich, dass ihr das alles nicht sehen könnt. Das ist so ärgerlich. Lobby. Let's go to the lobby. To the, vor allem to the lobby. So, ab in die Tierfarm, wo man auch Menschen kaufen kann. Und ich kaufe mir ein Ei. So. Ich mache davon jetzt einen Screenshot, dass ich gerade ein Stück Dorfbewohner für 8.471,88 Taler gekauft habe. Jetzt habe ich auch kein Geld mehr. Kann ich mal eben ganz kurz gucken. Slash Money am Spawn. Ja, Kontostand von Cavaliron 260,81 Taler. Da müssen meine Stadtmember wieder ein bisschen ranklotzen. Und ich würde sagen, ja, das war's für die heutige Aufnahme. Wir sehen uns dann hoffentlich in einem anderen Video. Und natürlich immer noch gerne die Meinung zu meinem neuen Intro da lassen. Und ja, das war's. Und sorry nochmal für den, ja, für die Merch-Werbung, Isle of Black Screens, für die zukünftige Merch-Werbung, die zukünftig dann da ist. Und wir sehen uns dann eben in einem anderen Video zu einer anderen Zeit. Bis dann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bitcoin. Ja, ehrlich gesagt ist es jetzt mal eine andere Aufnahme, beziehungsweise ein bisschen anders als sonst. Denn meine letzte Aufnahme ist ehrlich gesagt nur 13 Stunden her. Ja, ich habe ja gestern Nacht bzw. heute sehr früh morgens, also so ab 12:30 aufgenommen. Aber ja, da ging ja die Festplatte voll, pipapo. Aber ich hatte jetzt echt extrem Bock darauf, diese Enderman-Farm zu bauen. Ja, und das werden wir heute machen. Deswegen dachte ich mir, komm, mach's da einfach. Machst du einfach, nimmst du auf. Habe ich dann eben noch schnell die Folge für heute geschnitten, damit ich die alte Aufnahme löschen konnte. Und jetzt, ja, sind wir da hier. Ich hoffe diesmal ohne Probleme, weil ich habe am Schneiden bemerkt, ja, Fraps dachte sich einfach mal so, yo, ich nehme einfach mal die Audiospur nicht auf. Toll, echt schön. Wie ihr seht, habe ich echt noch nicht viel gemacht. Ich habe heute nur eine Sache gemacht und das zeige ich ganz kurz. Ach, gar nicht so, hier. Und das stand auch auf meiner To-Do-List. Aber, naja, gut. Das ist es hier. Da oben kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Hier unten sind die Villager und so. Und das habe ich dazu gebaut. Hier ist ein neuer Villager, den habe ich ja gestern noch gekauft. Wie man in der Aufnahme noch gehört hat. Der bekommt da oben Licht. Hier sind die Türen, die das Dorf simulieren. Und der wird ja eben festgehalten. Hier natürlich noch ein bisschen Licht, damit hier... Oh, fuck. Keine Monster spawnen. Und der chillt da oben halt ein bisschen und simuliert das Dorf. So, hier müssen die halt eben immer noch warten, bis die Kartoffeln sind, glaube ich, gewachsen sind. Ich könnte das natürlich beschleunigen mit Knochenmehl. Lass ich jetzt aber mal sein. Ich lasse es mal sein. Ja. Und sonst ist nichts passiert, ehrlich gesagt. Ich habe nur noch ein bisschen repariert und sowas. Nichts Großes. So, schon mal Tee spawnen hier. La 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 la. Die Spitzhacke finde ich auch extrem cool. Und ja, wenn wir diese Super XP Farm haben quasi, weil ich habe mir die angeguckt, die ist schon extrem krass. Also die ist noch krasser als die Silberfisch Farm hätte werden können. Ja, ist schon sehr schön. So. Natürlich müssen wir vorher noch was dafür vorbereiten? Eigentlich nicht.
wir können eigentlich direkt loslegen. Ich würde gerne die Samen hier loswerden. Pass mal auf. Die habe ich, glaube ich, genommen, weil ich gerade nachpflanzen wollte, aber dann... ja, ist es irgendwie doch nicht dazu gekommen. Aber ich werde es jetzt auch nicht machen, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Hier. Pack, pack, pack. Alles da rein. So. Gut, dann schauen wir mal. Ich habe mir ein paar kleine Nebennotizen zur Farm aufgeschrieben. Aber die sollte ich dann möglichst schon aus dem Kopf irgendwie hinkriegen. Ich habe jetzt keine Screenshots oder so wie bei der Melonenfarm. Aber ich baue mir da mehr oder weniger mein eigenes Design. Wie das funktioniert, habe ich ja schon verstanden. Was ist das die ganze Zeit? Verbindung unterbrochen, Internal Exception. Eine bestehende Verbindung wurde Software gesteuert, durch den Hostcomputer abgebrochen. Das habe ich die ganze Zeit irgendwie, immer beim Aufnehmen, ich weiß nicht warum. Ich fahre nochmal ganz kurz zu Manu und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.